Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Herzlich willkommen zur zweiten Pressekonferenz der neuen Saison. Diesmal eine Heimspiel-Pressekonferenz. Mit mir zusammen unser Cheftrainer Uwe Koschinat. Hallo. Und Dave Gnase, unser Neuzugang. Hallo. Ich würde wieder vorschlagen, dass wir dreigleisig vorgehen. Erstmal die Trainingswoche abfragen, dann das Spiel gegen Osnabrück begutachten und am Schluss ein bisschen was zur Spieltagsabwicklung, die dieses Wochenende ja relativ kompliziert sein wird. Uwe, die Trainingswoche nach dem ersten Auswärtssieg war mit Sicherheit in Vorteil, dass da 3 Punkte mitgenommen worden sind. Ja, ich muss wirklich sagen, aus Trainersicht war das Auftaktspiel genau das, was man sich vorstellt. Auf der einen Seite, glaube ich, haben wir das, was wir uns vorgenommen haben, geschafft, nämlich mit 3 Punkten nach Hause zu fahren. Und auf der anderen Seite war es eben kein leichter Sieg, sondern wir sind wirklich von der ersten Minute an in einen sehr, sehr harten Wettbewerb versetzt worden. Und in der Rückbetrachtung ist es natürlich für mich als Trainer dann ein gutes Zeichen, dass wir ein enges Spiel tatsächlich dann auch 1-0 gewonnen haben, dass wir vor allen Dingen in der Defensivarbeit sehr, sehr solidarisch und auch sehr, sehr konzentriert gearbeitet haben, dass wir von einem Aufsteiger maximal gefordert wurden, auch körperlich maximal gefordert wurden, unter wirklich sehr, sehr schwierigen Temperaturen bis in die 93. Minute hochkonzentriert verteidigen mussten. Dann fühlt sich so ein Sieg auch sehr, sehr wertvoll und gut an. Daraus kann man als Trainer Rückschlüsse ziehen. Und vor allen Dingen gab es für mich aber in der Analyse mit der Mannschaft natürlich auch wahnsinnig viel Potenzial noch, das mit Sicherheit brach liegt. Und wir brauchen definitiv eine Steigerung innerhalb der Saison, um tatsächlich auch eine richtig erfolgreiche Saison zu spielen. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass wir, wenn Teile richtig gut funktionieren, das war vor allem die Stabilität, die wir ausgestrahlt haben, auch eine gewisse Effektivität, wenn die passen, dann sind wir eben in der Lage, auch in dieser Liga dreifach zu punkten. Und ich glaube, in der Rückbetrachtung wird der Sieg auch noch ein Stück weit aufgewertet, weil man ja schon betrachten muss, dass die 4 Aufsteiger in diese dritte Liga, mit Ausnahme von Havelse, alle gepunktet haben. Der SC Freiburg hat mit einer stark personell geschwächten Mannschaft, weil ja viele noch bei den Profis sind, ein viel beachtetes Unentschieden gegen Wien geholt. Viktoria Berlin und Dortmund haben ihre Spiele sogar gewonnen. Insofern zeigt das, dass ein Auftaktspiel gegen Aufsteiger keine so ganz leichte Aufgabe ist. Und wir haben sie mit 3 Punkten gemeistert. Das ist prinzipiell erstmal positiv. Positiv mit Sicherheit auch, dass in der Trainingswoche mit Alexander Kreuz vollumfänglich und mit Sebastian Böse zumindest in Teilen 2 Spieler wieder zurückgekommen sind, die jetzt unmittelbar vor der kompletten Wiedereingliederung stehen. Bei Alex lege ich mich fest, wenn da heute im Abschlusstraining nichts passiert, dann wird er in jedem Fall im Spieltagskader stehen. Und bei Sebastian müssen wir tatsächlich gleich auch nochmal die letzte Einheit abwarten und mit ihm persönlich auch nochmal kommunizieren, wie wettbewerbsfähig er tatsächlich nach dieser Trainingswoche ist, weil ich schon gesehen habe, dass er noch nicht so in diese absoluten Endgeschwindigkeiten geht. Und da müssen wir einfach vernünftig abwägen, ob das für einen Einsatz dann auch reicht. Positiv ist aber in jedem Fall, dass der Kader voller wird und mir wieder neue Alternativen zur Verfügung stehen. Vielleicht Dave. Erstes Pflichtspiel für den FC, erster Auswärtssieg und erste Heimfahrt. Wie waren deine Eindrücke? Ja, ich glaube, jeder wusste, dass das Spiel in Hannover gegen HBC sehr schwierig wird. Ein Aufsteiger am ersten Spieltag ist, glaube ich, immer nicht so leicht, wie man sich vielleicht denkt. Haben wir dann auch gesehen. Aber ich glaube, im Endeffekt können wir glücklich sein, dass wir mit 3 Punkten oder froh drüber, dass wir mit 3 Punkten nach Hause fahren. Und ja, jetzt liegt der Fokus wieder auf Osnabrück, auf morgen. Und klar, so eine Heimfahrt dann, auch so eine längere Heimfahrt, ist dann immer viel schöner mit 3 Punkten, wie mit 0 oder nur 1 Punkt. Darum war die erste Heimfahrt auch schön. Gefeiert haben wir jetzt nicht, aber es war eine gute Stimmung. Und ich glaube, das ist auch wichtig nach Spielen, wo man gewinnt, dass man auch einfach abschalten kann.
sich freuen kann und dann liegt der Fokus wieder aufs nächste Spiel. Fragen zu diesem Themenbereich? Dave, was muss denn im Gegensatz zu Abendsburg noch besser werden gegen Osnabrück, die ja wahrscheinlich stärker einzuschätzen sind oder zu bestehen? Ja, ich glaube, wir haben viele Phasen gehabt, wo wir es auch ganz gut gemacht haben in Hannover. Klar, es war ein schwieriges Spiel, Temperaturen waren ziemlich hoch, das erste Spiel mit einer neuen Mannschaft eigentlich, aber wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, das hat die Trainingswoche auch wieder gezeigt. Und ja, ich glaube, wir müssen uns mit Ball einfach mehr getrauen. Auch wir wissen eigentlich, dass wir die Qualität von den Spielern haben in der Mannschaft. Und ja, wie gesagt, das erste Spiel ist immer schwer und funktioniert nicht immer alles von Anfang an. Darum, wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg und ich mache mir da überhaupt keine Sorgen wegen morgen. Trainer froh, dass noch nicht alles funktioniert hat? Dann hat man ja in der Woche immer noch mal Ansatzpunkte, wo man sagen kann, das muss man besser machen. Was waren die Punkte, die aufgefallen sind und die Sie jetzt die Woche angegangen sind? Ich glaube, Dave hat das schon gut angerissen. Am Ende ist es uns nicht gelungen, die Mannschaft von Havelse bei eigenem Ballbesitz mal über lange Phasen wirklich in der eigenen Hälfte festzutackern und uns eine ausreichend große Zahl an Tormöglichkeiten aus einer gewissen Spielüberlegenheit herauszuspielen. Die Torgelegenheiten, die wir hatten, das waren mehr so schnelle Umschaltmomente. Das ist ja schon ein Faktor, den ich mir schon auf die Fahne schreiben möchte, dass das ein Spiel, ein Stilmittel wird, was uns auszeichnet, aus der Balleroberung nicht unbedingt sofort wieder in so eine Ballbesitzzirkulation zu gehen, sondern den schnellsten und direkten Weg zum gegnerischen Tor zu suchen. Ich finde, da hatten wir drei ausgezeichnete Momente im Spiel. Das eine Momentum haben wir zum 1-0 genutzt, aber schon vorher gab es so eine Situation über Gourasch. Wenn er da den Ball etwas schneller querspielt, dann hat Grimaldi leichtes Spiel. Und in der zweiten Halbzeit müssen wir eigentlich in der 47. Minute über Maurice de Ville nach so einem Ballwechsel müssen wir eigentlich das 2-0 machen. Wenn er dort Grimaldi wahrnimmt am zweiten Pfosten, dann ist das auch wieder so ein Tor nach einem Umschaltmoment, was leicht aussieht. Wo aber der Schlüssel absolut der Fokus nach der Balleroberung Richtung gegnerisches Tor ist. Also ich glaube, diese Momente waren gut, aber uns hat natürlich das Herausspielen klarer Torgelegenheiten gefehlt, wenn der Gegner komplett organisiert war. Und da hat Dave, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiges Momentum angesprochen. Dazu gehört auch immer so eine gewisse Selbstverständlichkeit. Jetzt weiß man aber im Fußball, die kommt eben meistens über Erfolgserlebnisse, über eine gewisse Selbstverständlichkeit in den Spielabläufen. Und im ersten Spiel in Havelse hat da noch nicht so komplett unser Fokus drauf gelegen, weil wir auf der anderen Seite natürlich wussten, dass der Gegner vor allen Dingen auf Fehler von uns lauert, sehr, sehr tief versuchen wird zu verteidigen und dann unsere Fehler zu bestrafen. Und dann fand ich es angemessen, mit einer relativ frühen Führung dann auch das Risiko bei eigenem Ballbesitz etwas zu minimieren und auf der anderen Seite den Fokus etwas stärker auf die Defensive zu legen. Aber wenn wir Verbesserungspotenzial haben, dann geht es mit Sicherheit darum, eine Mannschaft, die komplett organisiert ist, auch tatsächlich so zu bespielen, dass wir auf der einen Seite keine Fehler machen, nicht konteranfällig sind und auf der anderen Seite diese Durchschlagskraft entwickeln, das auch tatsächlich in klare Tormöglichkeiten umzumünzen. Ein zweiter Punkt, der mir auch nicht gefallen hat, aber da haben wir so ein bisschen zwischen Pest und Cholera wählen müssen, war mit Sicherheit die sehr, sehr hohe Zahl an Flanken und Standardsituationen, die wir zu verteidigen hatten. Wenn man sich die beiden Spielsysteme einfach anschaut, dann ist es so, wenn man sehr fußballinhaltlich ist, dass so ein 3-5-2 des Gegners und unser 4-2-3-1, dass die nicht so gut zueinander passen. Also man hat automatisch gewisse Vorteile aus dem System, aber auch ein paar Probleme und Nachteile. Die Nachteile, glaube ich, die hat Havelse sehr deutlich zu spüren bekommen. In Umschaltsituationen hast du nur mit drei Mann sehr, sehr viel Feld in der Breite und in der Tiefe zu verteidigen. Das haben wir super genutzt. Minus Gourasch kam zweimal zum Durchbruch. De Ville hatte eine super Abschlussposition. Auf der anderen Seite war es schon so, dass wir die Flügel nicht so gut zubekommen haben. Das liegt dann so ein bisschen an der Systematik, weil wir uns einfach den Luxus immer erlaubt haben, mit einem Spieler Überzahl im Zentrum zu agieren. Und das wiederum hat natürlich hervorragend funktioniert. Wir mussten viele seitliche Bälle verteidigen, aber das Zusammenspiel Batz, beide Innenverteidiger plus Kerber davor, das war so perfekt, dass Havelse ja wirklich keine einzige richtig klare Torabschlussmöglichkeit hatte. Insofern können wir uns, glaube ich, auf eine sehr, sehr aufmerksam und körperlich gut verteidigende Innenverteidigung auch verlassen. Und das ist wiederum ein positiver Punkt, denn die Jungs haben ja
ja, quasi noch gar nicht miteinander trainiert, aber haben es im Wettkampf unter Stress schon sehr, sehr gut hingekriegt. Herr Koschinger, Sebastian Jakob ist jetzt wieder für 90 Minuten bereit oder wie sieht es bei ihm aktuell aus? Das fände ich noch sehr verfrüht, weil wir logischerweise diesen Test auch noch nicht probieren konnten. Die längste Distanz, die Sebastian im Wettbewerb gespielt hat, waren in seinem Erstversuch gegen Mettlach 45 Minuten. Und auch dort muss man mit Sicherheit immer ein paar Abstriche machen, weil die Intensität in beide Richtungen natürlich nicht so hoch ist wie in einem Wettbewerbsspiel. Aber Sebastian macht einen super Eindruck im Training, hat auch gestern wieder wirklich einige Highlights gesetzt. Und wir wissen ganz genau, dass wir mit ihm derzeit natürlich eine Traumkonstellation haben, ihn in der Hinterhand zu haben. Sebi, glaube ich, ist selbst auch noch geduldig genug, um zu wissen, da fehlt noch etwas, um Startelfspieler zu sein, aber er hilft uns von der Bank. Und wenn ich mir die Trainingseindrücke anschaue, dann ist eins für mich sehr beruhigend. Ich sehe, so viel konnten wir es ja noch nicht testen, dass es eben nicht so die Frage sein muss, Grimaldi oder Jakob, sondern dass beides zusammen, jedenfalls was die Trainingseindrücke angeht, auch sehr, sehr gut funktionieren kann. Und deswegen bin ich natürlich froh über die Qualität auf der vordersten Linie. Das heißt, der FCS kann noch offensiver auftreten? Absolut, absolut. Ich sehe überhaupt kein Problem darin, mit beiden auch in einem 4-4-2 zu starten, wenn die Zeit gekommen ist. Und wenn beide die Power auch tatsächlich haben, über einen langen Zeitraum zu agieren. Derzeit dürfen wir nicht nur so die körperlichen Rückstände von Sebastian betrachten, sondern wir müssen einfach auch bedenken, dass Adriano Grimaldi lange, lange Zeit ohne Wettbewerbsspiel war, durch Verletzung und die Corona-Erkrankung. Und ich finde, das haben wir ganz gut gemanagt, den Spieler kontinuierlich sich steigern durch die Vorbereitung zu bringen. Adriano hat in nahezu jedem Testspiel auch gegen starke Gegner getroffen, also hat mit Sicherheit auch so dieses Selbstvertrauen in die Saison mit hineingenommen. Aber wir wissen bei beiden, sie sind eben ganz sicher noch nicht bei 100%. Und deswegen wäre ein Zusammenspiel eigentlich automatisch damit verbunden, dass du beide nach einem gewissen Zeitraum runternehmen musst. Und das, finde ich, ist keine günstige Ausgangssituation. Noch eine Frage zu Luca Kerber. Luca Kerber hat für mich ein überragendes letztes Spiel gemacht. Oder ein sehr gutes letztes Spiel. Hat viel weggearbeitet. Wie konstant ist er schon, dass er das jede Woche so auf den Platz bringen kann? Oder wo sehen Sie noch Verbesserungen? Das habe ich mich in der vergangenen Saison, als Jürgen Luginger Kontakt zu mir aufgenommen hat und ich habe begonnen, so den ersten FC Saarbrücken zu analysieren. Das war ja die Phase, wo Luca Kerber dann eigentlich so nicht mehr wegzudenken war aus der Mannschaft. Das habe ich mich dann auch jede Woche gefragt. So, wann kommt der Einbruch bei dem Jungen? Wann sieht man vielleicht nicht mehr die Fortschritte, die er irgendwo so wöchentlich macht? Und muss wirklich gestehen, ich habe es einfach nicht entdeckt. Insofern ist es jetzt erstmal positiv, dass der Spieler auch sehr, sehr kopfbefreit aus dieser Sommervorbereitung kam. Wenn du dann mal Zeit hast, nachzudenken, er wurde ja auch für die Nationalmannschaft für einen Lehrgang berufen, dann kann das ja auch mal etwas verändern. Bei dem Jungen verändert es einfach überhaupt nichts. Er hat eine unglaubliche Hingabe. Ich glaube, Dave kann das bestätigen. So einen Spieler hinter oder neben sich zu haben, ist einfach ist Gold wert, weil der Spieler sich für keinen Weg zu schade ist. Er würde nie auf die Idee kommen, im Sinne der Mannschaft einen Meter weniger zu machen. Er verteidigt sehr, sehr resolut, mittlerweile sehr männlich. Und ich sehe auch immer mehr Fortschritte im Spiel nach vorne, was super ist. Du kannst aber trotzdem, weil sie gesagt haben, sehr, sehr gutes Spiel. Also wenn es um die Positionierung auf der Sechserposition geht, dann habe ich da schon noch ein paar Anmerkungen gehabt. Aber der Spieler ist sehr, sehr offen, auch für so ein Videostudium, will sich verbessern. Deswegen finde ich bei dem Jungen ausgezeichnete Grundlagen, um wirklich eine gute Karriere zu machen. Jetzt hat man auswärts gewonnen. So ein Trainertyp, never change a winning team, oder werden die Karten noch ein bisschen neu gemischt und es könnte eine oder andere Veränderung geben in der Stadt? Nee, also ich setze natürlich schon auf eine gewisse Kontinuität, denn die Auswahl der Spieler, die am Wochenende gestartet sind, die ist ja nicht zufällig gewesen. Trotzdem finde ich, gibt unser Kader viele Optionen her. Und ganz sicher sind wir noch nicht so stark. Ich habe ja auch eben so die fehlenden Abläufe bei eigenem Ballbesitz gegen einen organisierten Gegner angesprochen. Ganz sicher sind wir noch nicht so stark, dass wir jetzt gegnerische Qualitäten so gar nicht beachten müssten, nach dem Motto, also unsere Qualität wird sich immer durchsetzen und damit kann ich immer mit derselben Taktik und derselben Ausgangssituation spielen. Das ist nicht so. Darüber hinaus, auch wenn der Kader in der letzten Woche ein bisschen zusammengeschrumpft war, gab es ja immer noch interessante Positionskämpfe und deswegen behalte ich mir schon vor, auch die Startelf für morgen zu verändern. Und werde auch dort kein Trainer sein, der irgendwo
das Ganze immer nur am Ergebnis ausrichtet, sondern ich möchte das Spiel schon analysieren. Ich schaue mir an, welche Qualitäten hat der Gegner, welche Form haben einzelne Spieler. Und da kann es durchaus mal so sein, dass die Mannschaft zwar in Summe ein gutes Spiel gemacht hat, aber einer einfach nicht seinen Beitrag im ausreichenden Maße leisten konnte. Und dann wird er eben ersetzt durch einen anderen, wenn es die Trainingseindrücke entsprechend auch wiedergeben. Wie haben Sie dann den Gegner analysiert? Für mich ist es relativ schwierig, den kommenden Gegner zu analysieren, auch wie er jetzt spielen wird, wie er die Saison angeht. Wie haben Sie das geschafft? Weil man kennt eigentlich ja kaum was von dem Gegner. Ja, ist für mich ein bisschen anders. Es gibt mit Ausnahme vielleicht von Mittelstürmer Hiegel, den ich schon auch in der Startelf erwarte, keinen Spieler, den ich nicht über einen längeren Zeitraum einfach beobachten konnte und den ich nicht kenne. Also so die individuellen Qualitäten der Einzelspieler, die sind mir schon sehr bekannt. Darüber hinaus hat ja der neue Trainer Scherning über einen wahnsinnig langen Zeitraum in Paderborn gearbeitet und mit Sicherheit auch einen sehr, sehr hohen Einfluss gehabt in der Zusammenarbeit mit meinem Freund Steffen Baumgart auf den Gesamterfolg. Über Steffen habe ich erfahren, ein inhaltlich richtig guter Trainer, der aber auch eine sehr gute Ansprache hat. Insofern war das ein starkes Trainer-Duo und jetzt kann man ja dann auch ganz gut ableiten, was wird der Kollege mit hoher Wahrscheinlichkeit von seiner neuen Mannschaft sehen. Also ich kann mir einfach auch aufgrund der Eindrücke aus der Vorbereitung nicht vorstellen, dass das ein Trainertyp ist, der seine Mannschaft eher passiv und defensiv strukturiert, sondern der wird viel aus der Paderborner Zeit mittransportieren in den neuen VfL und das konnte man in den Vorbereitungsspielen sehen. Es ist mit Sicherheit nicht positiv, dass wir keine Spieleindrücke aus einem Wettbewerbsspiel hatten. Auf der anderen Seite darf man eins nicht unterschätzen. Bis jetzt hat der VfL Osnabrück ganz, ganz respektable und wirklich starke Testspielauftritte gehabt. Aber am Ende sind es eben Testspiele. Und wir haben schon ein Wettbewerbsspiel über 90 Minuten bestritten. Dazu spielen wir morgen zu Hause in einem ausverkauften Ludwigspark. Die Menschen sind heiß auf dieses Spiel. Also wenn ich abwägen muss zwischen Vor- und Nachteilen, dann würde ich es als nicht ganz so schlimm erachten, dass wir Osnabrück noch nicht im Wettbewerb gesehen haben, weil ich mir schon sehr gut vorstellen kann, in welchen Spielabläufen der Gegner agieren wird. Ja, was erwartet uns denn da, wenn Sie vielleicht so zwei, drei Geheimnisse da schon lüften, weil wir sicherlich nicht alle Testspiele gesehen haben? Also die Kaderzusammenstellung, ich glaube, die spricht sehr für sich. In allen Mannschaftsteilen eben Spieler, die wirklich so diesen kometenhaften Aufstieg des VfL mitgemacht haben. Das beginnt hinten bei Torwart Kühn, geht über eine sehr, sehr zweitliga erfahrene Innenverteidigung, über Taffertshofer, so den Zentrumsspieler, an dem sich alles ausrichtet, bis vorne Haider. Das sind Spieler, die natürlich diesen Weg unter Thiun bis in die zweite Liga und den Klassenhalt mitgemacht haben, die sehr, sehr stark so den Verein verkörpern. Das ist die Achse, an der sich sehr viel ausrichtet, sehr männlich, sehr körperbetont. Und auf der anderen Seite hat der Verein einfach jetzt die Transferphase genutzt, um sehr, sehr viele hungrige Spieler zu holen. Also gar nicht so unähnlich wie bei uns, die aus der Regionalliga als absolute Topspieler so den nächsten Schritt machen wollen. Im Profibereich haben einige erfahrene Jungs aus der dritten Liga dazu gewonnen. Und so ergibt sich ein Gebilde, das eine sehr, sehr gute Mischung darstellt aus sehr viel Körperlichkeit, sehr viel Robustheit, aber auch einer sehr, sehr guten Geschwindigkeit. Eine sehr klare Spielidee, der VfL Osnabrück, da bin ich mir sicher, wird den Anspruch hier im Ludwigspark haben, selbst auch sehr ballbesitzorientiert zu agieren. Die haben so ein gewisses Selbstverständnis, sich aber erarbeitet, auch sich einen Gegner zurechtzulegen, selbst sehr aktiv zu sein. Und ein ganz, ganz wichtiges Kriterium ist wirklich das Pressingverhalten des VfL Osnabrück. Das haben sie auch gegen starke Testspielgegner sehr offensiv angegangen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man das alles morgen auch im Ludwigspark sehen wird. Eine sehr aktive Mannschaft, die mit Sicherheit hierher kommt im ersten Meisterschaftsspiel, um tatsächlich auch drei Punkte einzufahren. Die werden sich nicht hier verstecken, die werden nicht zufrieden sein mit einer Punkteteilung, jedenfalls vor dem Spiel. Das wird das Selbstverständnis dieser Truppe sein. Herr Koschina, Sie erwähnten in Ihrer Vorangegangenen Erläuterung zu zwei, dreimal den Namen Demil. Er hat ja in der letzten Saison nicht so seine Fähigkeiten entfalten können und auch weniger gespielt. Haben Sie den Eindruck, dass er nun bei Ihnen in dieser Saison so ein Stammspieler heranwächst? Naja, jetzt hat er erstmal die Saisonvorbereitung genutzt, um wirklich sich in einem ganz anderen Licht zu präsentieren. Ich habe schon mal ausgeführt, dass aus meiner Sicht
ja, Maurice mit Sicherheit auch einfach in dieser schwierigen Konstellation im letzten Jahr spielen musste, dass seine beste Position einfach von dem überragenden Außenbahnspieler der dritten Liga besetzt war mit Chipnowski. Deswegen finde ich das jetzt auch gar nicht so vernichtend, dass der Spieler einfach nicht so auf die Platte kam, wie er sich das vielleicht selbst vorgestellt hat. Und er hat die Sommervorbereitung genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen, hat kontinuierlich an sich gearbeitet, ist auch wirklich in der Lage, Verbesserungsvorschläge anzunehmen und auf den Platz zu bringen. Und darüber hinaus hat er natürlich jetzt mal das Glück gehabt, dass sein härtester Konkurrent mit Robin Scheu, den ich hier schon nach Saarbrücken geholt habe, damit er spielt, aber es hat bis jetzt eben nicht funktioniert, dass der einfach ausgefallen ist. Und deswegen hat Maurice aktuell die Zeit und die Möglichkeit, sich zu zeigen. Und das hat dann Havelse über weite Strecken wirklich ordentlich gemacht. Das hat er in der Vorbereitung sehr, sehr ordentlich gemacht. Und deswegen, glaube ich, ist der Spieler derzeit in einer guten Verfassung körperlich. Er hat mit Sicherheit auch an Selbstvertrauen draufgepackt, weil er seine Wichtigkeit für die Mannschaft spürt. Und er hat jetzt einfach ja, die Möglichkeit, seinen Platz zu festigen durch gute Leistung. Ja. Es war auf jeden Fall mal wieder richtig schön. Ist auch einfach für uns Spieler, glaube ich, einfach ein geiles Gefühl, wenn du zum Warmmachen rausgehst und da stehen dann schon 100-200 Fans vor, also obwohl das Spiel noch nicht losgeht, und feuern dich schon beim Aufwärmen an. Das hat schon gefehlt das letzte Jahr. Das hat man jetzt gemerkt beim ersten Spieltag und merkt man natürlich auch als Spieler. Und wie gesagt, es war jetzt in Hannover schon eine sehr, sehr geile Stimmung, auch eine laute Stimmung, was uns Spieler natürlich auch immer wieder anpusht. Und ich glaube jetzt, wenn zu morgen, ausverkauftes Haus, und ich glaube, die ganze Region wartet auf den Moment jetzt, auch wenn es noch nicht jetzt komplette Auslastung ist, aber trotzdem, ich glaube, da warten viele Leute schon sehr, sehr lange auf den Moment, und ich als Spieler bin da glücklich, dass ich morgen da dabei sein kann, und werde natürlich alles geben, damit wir den Tag morgen positiv gestalten. Ist man nervöser, wenn man in so ein volles Stadion kommt, oder hat das keine Auswirkungen? Nervös, jetzt nicht unbedingt. Klar kommt da mal ein Kribbeln und sowas im Körper, aber ich glaube, sobald du dann draußen auf dem Platz bist und das alles wahrnimmst, dann entwickelst du, dann bist du da nicht mehr nervös, sondern nimmst das einfach positiv mit in dein Spiel. Also Angst oder nervös müssen wir nicht sein. Wir freuen uns einfach nur, dass jetzt so viele Fans wieder morgen dabei sein können, und hoffen einfach, dass es alles positiv endet dann. Gibt es weitere Fragen zum Themenkomplex Osnabrück? Das ist nicht der Fall. Dann kämen wir noch zu Infos für die Spielabwicklung, die ja durchaus ambitioniert ist. Größte Veranstaltung seit gefühlten Jahren im Saarland mit 6.400 Zuschauern unter immer noch Pandemiebedingungen. Wir bitten unsere Fans und auswärtigen Zuschauer um eine gewisse Disziplin und Sensibilität für die Situation. Natürlich guckt das Saarland jetzt auf diese Großveranstaltung, wie wird die abgewickelt, welche Folgen wird die haben, läuft das alles reibungslos. Wir werden natürlich uns bemühen, das alles reibungslos hinzukriegen, aber wenn 6.400 Personen gecheckt werden müssen, ob sie die erforderlichen Impfbescheinigungen oder Genesenheitsbescheinigungen dabei haben, das dauert natürlich seine Zeit. Deswegen bitten wir vor allen Dingen unsere heimischen Fans, relativ frühzeitig zu kommen. Das Stadion ist ab 12 Uhr geöffnet. Die Kassenhäuschen sind rein umfunktioniert als Checkpoints. Da gibt es keine Tagestickets oder sonstige Dinge, sondern dort wird überprüft,
ob eine der drei Kriterien, geimpft, getestet, genesen, belegt werden kann. Deswegen wäre es sehr sinnvoll, die entsprechenden Bescheinigungen parat zu haben, sich darauf einzustellen, dass das einen gewissen Zeitablauf braucht, bis die überprüft sind, bevor man dann ins Stadion gehen kann. Generell gilt, das ist ja mittlerweile eingeübt, Maskenpflicht im Stadiongelände, bis der jeweilige Sitzplatz oder Stehplatz eingenommen worden ist. Wir sind sehr froh, dass wir auch die Heimtribüne, Stehplatztribüne öffnen durften. Und da bitte ich unsere Fans tatsächlich um eine gewisse Sensibilität, dass die markierten Stellen auch eingehalten werden kann bei aller Euphorie. Aber auch das wird ja dann in der Nachschau beachtet werden. Wir hatten ja bei der EM, dass dann immer drauf geguckt worden ist, hat man sich pandemiegerecht verhalten. Wir wollen ja hinterher keine Steigerung der Inzidenzwerte produzieren. Aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass die Freude, dass das Stadionerlebnis für so viele Leute nochmal da ist, dazu führt, dass man das auch über einen längeren Zeitraum haben will. Und deswegen nochmal mein Appell, da sensibel und diszipliniert damit umzugehen. Parkplätze werden rund um das Stadion nur sehr wenige verfügbar sein. Deswegen wäre es sehr vernünftig, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Es gibt, und das ist die Neuigkeit heute, eine Linie 105 und 125, die an einer Ersatzhaltestelle in Höhe der Rollschuhbahn endet. Das ist nur eine Hinfahrgelegenheit, keine Rückfahrgelegenheit. Das liegt an der Situation an der Kamphauser Straße, dass man ja da schlecht drehen kann. Also 105 und 125, die mit dem Kombi-Ticket genutzt werden kann. Diese Möglichkeit wird bis September da sein und soll ausgleichen die Baumaßnahmen am Ludwigskreis. Man kann ja dort schlecht auf den Rodenhof fahren. Und wir bitten um rege Nutzung dieses Angebots. Vielleicht ist es nervend, aber immer wieder dann doch sinnvoll darauf hinzuweisen, dass es am Stadion selbst keine Testmöglichkeit geben wird. Man muss diese Testbescheinigung, insbesondere die 24 Stunden Schnelltests, penibel einhalten. Uhrzeit ist da angegeben, 12 Uhr Vortag, dass die nicht älter sein darf. Am Stadion selbst gibt es, das ist ja mittlerweile durch die Landeshauptstadt kommuniziert worden, einen Impfbus. Der Impfbus ist ein Zusatzangebot für noch nicht Geimpfte. Wer sich im Impfbus impfen lässt, ist nicht automatisch zugangsberechtigt. Nicht, dass da Missverständnisse entstehen, dass ich geimpft bin und dann ins Stadion gehen kann, weil die Wirksamkeit des Vakzins ja eine gewisse Zeit beansprucht. Ich glaube, bei Johnson & Johnson, der da verimpft wird, 2 Wochen. Insofern trotzdem, wer das Angebot gerne annehmen will, und ich finde es toll, dass dieses Angebot besteht, der Stadt, trotzdem vorher eine Testbescheinigung dabei haben, weil nur die zählt beim Einlass. Alles andere würde dann zu Komplikationen am Eingang führen und das wollen wir ja alle nicht. Es wird kompliziert genug, das Ganze einzuhalten. Es wird, und das mal abseits von jetzt Corona- und Pandemie-Richtlinien, auch eine, ich sage mal, Geschenkaktion des Hauptsponsors an die treuen Fans des SC Saarbrücken geben. Es wird für jeden Zuschauer, der am Samstag im Stadion ist, diesen sponsorfreien, geht vielleicht jetzt zu dem mal in die Kamera, damit du das auch als erster Mal hast, einen sponsorfreien Fanschal für alle Zuschauer geben, die nach der Corona-Überprüfung in den Innenbereich des Stadions gehen. Das ist erstens ein Zeichen der Dankbarkeit, dass die Fans diese lange Zeit der Abstinenz vom Park so gut mitgemacht haben. Zweitens aber auch unsere Vorfreude, dass wir jetzt endlich wieder zu Hause sind. Und als Willkommensgeschenk für unsere Fans ist das eigentlich eine gute Sache und es werden genügend für alle da sein. Ja, das wäre es zur Spieltagsabwicklung. Gibt es dazu Fragen?
Ich hätte eine Frage, und zwar die Dauerkarten, die sind ja, glaube ich, irgendwie schon sitzplatzmäßig, speziell für den Sitzplatzverkauf, wo wahrscheinlich dann Familien oder wie auch immer den Sitzplatz nebeneinander hätten eigentlich. Wie ist das gelöst, wenn man Dauerkarten hat? Es gibt ja ein sogenanntes Schachbrettmuster im Stadion. Das sieht im Moment so aus, und da sind wir auch sehr dankbar, dass die Gesundheitsbehörden das zugelassen haben. Eigentlich wäre es ja 1,50 Abstand gewesen, nach vorne, nach hinten. Jetzt haben wir uns auch verständigt, dass durch diese enge Testtaktung und Überprüfung ein Sitz rechts und links frei ist. Für Familien ist diese Christian ist ja da im Hintergrund, ist das aufgehoben. Das muss aber dann nachgewiesen werden und wird auch hinterlegt, damit die jetzt nicht auseinandersitzen müssen, aber nur in dem Familienbereich. Und das ist das Gute vom Online-Ticketing, das kann man dort eingeben. Und die entsprechende Familienüberprüfung findet ja auch doppelt statt durch diese Testzertifikate. Ja, dann hoffentlich ist die Vorfreude beim Publikum und bei den Medien genauso groß, wie sie bei uns ist. Eine gewisse Spannung ist da, und ein Spiel dieser Größenordnung gegen einen durchaus prominenten Gegner mit Ambitionen ist, glaube ich, der passende Start zur Rückkehr in die Normalität. Und hoffen wir, dass das alles so gut über die Bühne geht, dass die Behörden überzeugt sind, dass wir auf diesem Pfad weitermachen können. Und ich sage mal, bis Ende des Jahres auch so in dieser vielleicht sogar höheren Zuschauerzahl durchführen können.